Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play The Last of Us zum 33. Part. Wir haben jetzt hier endlich mal das Labor entdeckt. Zum Glück. Und ja, jetzt müssten wir uns quasi noch einen Weg in das Labor suchen. Und zwar schauen wir uns erstmal hier um, ob es hier noch irgendwas Nützliches geben kann. Und die Ellie singt gerade wieder, habe ich festgestellt. Ich mag es nicht, wenn sie singt. Aber wahrscheinlich ist es so, damit man sich nicht aufregt, wenn hier irgendwelche Rätsel sind oder so. Jetzt müssen wir das wahrscheinlich ja in den LKW schieben. Weil wir wollen ja schließlich da oben hoch. So. Hier sind dann nämlich diese Solarzellen. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. So, jetzt sind wir hier quasi angekommen, Labor. Sehen wir uns um. Oh je. Hier sieht's mal richtig mitgenommen aus. Hahaha. Das war jetzt auch wieder so ein Insider. Auch nichts Nützbares drin. Überall nur Mikroskope und Regale. Mystische Sachen und ein Laptop. Ja, das weiß keiner genau, wo die sind. Ich weiß gar nicht mal, ob wir hier jemanden finden werden, aber wir haben hier schon mal eine sehr gute Okay, Werkbank hier ist es gut. gefunden, was ich gut finde. So, die Shorty wird hier mal verbessert. Genau hier. Schade, Das aber ist gut. immerhin etwas. Jetzt können wir auf jeden Fall hier mehr schießen. Ich will ja auf jeden Fall jetzt mal alles hier abklappern, weil das sage ich ja schon, habe ich ja schon in jedem Part gesagt, dass ich abklappern will. Also hier jeden Raum durchsuchen will in diesem Spiel. Weil es ja auch ziemlich wichtig ist. Ach, mein Deutsch ist wieder so schlecht hier. Jetzt können wir ein Messer auch wieder herstellen. Manchmal ist es immer, wenn ich so viel rede, dann stotter ich irgendwie so. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber hier ist auch noch was Brauchbares. Oder? Ja. Hier ist immer was Brauchbares. Komischerweise. Komisch, dass es kein Zufall ist. Aha. Wie machen Sie es? Was denn? Das Heilmittel. Wird es schmerzhaft? Nein, nein, Sie nehmen bestimmt nur Blut ab. Ganz harmlos. Ich kenne Spritzen. Wir wurden in der Schule geimpft. Schmerzhaft. Naja, ich wurde auch schon oft geimpft und früher, wo ich noch klein war, hat mir das auch wehgetan. Aber jetzt mittlerweile ist ja nichts Schlimmes. Ah, hier brauchen wir wieder ein Messer für die Tür. Okay. Ah, erreichte Werkzeugstufe 4. Ja. Ich kann doch noch Deutsch. Oh yeah, hier gibt's viele Sachen. Immer her damit. Uhuhu, Molotow. Jetzt geht's ab hier. Seien wir leise, bis wir Rauschmodus, wissen, was hier los maximale ist. Gesundheit. Ja, machen wir mal das. Das können wir auch gut gebrauchen. So.
Wenn ich jetzt nur wüsste, wo die Ellie sich hier wieder rumtreiben würde, dann wäre ich Gott sehr dankbar dafür. Ja, irgendwie finde ich hier mich gerade nicht zurecht. Obwohl. Doch, ich glaube, jetzt geht's hier lang. Aha. Gut. Dann schauen wir uns das mal hier genauer an. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Oh. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Da oben müsste wahrscheinlich irgendwas sein. Ja, die Dinger gucke ich mir wahrscheinlich besser auch nicht mehr an. Aber die Ellie ist ehrlich gesagt auch so mutig, dass sie da einfach die Treppen hochläuft. Ich würde schon mit gezuckter Waffe hochlaufen. Obwohl, hier scheint ja alles sicher zu sein, wenn die Ellie hier einfach mal so hochläuft. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Also ich finde es gut, dass hier keine Leichen sind. Also noch haben wir Glück, meine Freunde. Gut, dann schauen wir mal, was es hier noch so Interessantes gibt. Nämlich gar nichts, nur leere Schubladen hier. Aber nichts Brauchbares hier. Na, jetzt dreht sich auch noch der Stuhl. Na. Wieso gibt es hier nichts Brauchbares? Ich raff das nicht. Auf jeden Fall ist dieses Labor hier auch ziemlich groß, muss ich sagen. Ja. Jo, Alter. Oh, ach so, hier kommen wir hier durch. Auch interessant. Wusste ich gar nicht. Da hätten wir ja die Tür eigentlich als Abkürzung nehmen können. Tja, aber man kann es ja nicht wissen. Man kann nicht alles wissen. So. Falls hier wieder irgendwelche Klicker kommen, bin ich auch bereit. Hier kann kommen, wer will. Jeder kann. Also hier kann kommen. Hier kann irgendwas kommen. Mist. Alter. Das sind dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Stimmt. Aber ich kann jetzt jeden Moment einen Klicker rauskommen und versuchen umzubringen. Davor habe ich ja immer Angst in diesen Spielen. Weil ich glaube, da würde ich hier so voll ins Mikrofon reinschreien. Das würde übersteuern ohne Ende. Alter, das sieht ja mal ekelhaft aus. So sehen ja wahrscheinlich die Klicker aus. Irgendeine Krankheit ist es. Alter. Das sind ja Affen. Immerhin keine Klicker. Fireflies auch nicht. Hm. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Weiter suchen, wir werden was finden. Ist ja auch so ein Affentheater hier. Ja, habe ich hier eben irgendwas übersehen? Nein. Hier sieht es eher aus wie in so einer Klinik. Ja.
Nur hier wurde 20 Jahre nichts mehr gemacht, so wie es hier aussieht. So, und dann laufen wir jetzt einfach mal weiter. Und die atmen hier schon ganz groß. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Aha. Jetzt können wir auch wieder was herstellen. Und zwar stellen wir einen Molotow her. Damit können wir uns besser verteidigen, würde ich sagen. Da hockt irgend so eine Leiche. Sieht auch ekelhaft aus. Jetzt müssen wir noch die Tür aufbrechen irgendwie. Ekelhaft. Wenn Sie die Fireflies suchen, sie sind weg. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... Ganze Scheißerei in der Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Oh. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier Land gewinnen, meine Freunde. Wo ihr mir noch was übersehen. Jetzt müssen wir hier abhauen. Alter, du Drecksau. So, jetzt wird hier mal ein bisschen mit der Schrot rumgeballert. Ich glaube, das waren die Hunter, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Scheiße, jetzt versammeln die sich da alle. So, jetzt bräuchte man mal eine andere Waffe. So. Geht das Fiasko hier mal weiter? Alter. Kann ruhig der nächste herkommen. Von irgendjemand bin ich jetzt hier getroffen worden. So, jetzt wird die Musik hier wieder dramatisch.
hätte ich auch mal getroffen. Und ja, Freunde, wie es dann jetzt hier weitergehen wird, das seht ihr dann im nächsten Part, damit dieser Part dann nicht so ultra lang wird. Und ja, Freunde, dann sage ich, sehen wir uns beim nächsten Mal in aller Frische wieder. Tschüss, Freunde.